Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, in den letzten Tagen haben wir ja hier viel ausgepackt und hast nicht gesehen. Ich komme momentan auch leider nicht so hinterher, weil ich tagsüber auch ein paar Besorgungen habe. Ich habe jetzt hier schon wieder 3 Pakete liegen. Ich werde jetzt 2-mal Odin war einkaufen mit euch machen. Ich hätte es alles in eins machen können, aber ich finde das ein bisschen besser geteilt, weil sind zwei von, ich habe mir von 2 verschiedenen Shops was bestellt und wenn ich alle den einen packen würde, wäre das zu lang. Ich habe auch noch von Dampfblende heute auch wieder was gekriegt, da werde ich auch noch ein Vor-Unboxing machen mit euch, weil da weiß ich definitiv nicht, wann ich dazu komme, die zu testen, weil ich habe jetzt noch ein paar Produkte im Test und ich weiß nicht, wann ich dazu komme, aber ich will euch zeigen, was auf euch zukommt. So. Das machen wir erstmal auf. Wie gesagt, ich habe mir bei Amazon ein bisschen was bestellt. Ihr werdet gleich sehen, was. Ich werde das auch begründen gleich, warum ich mir das bestellt habe, was ich bestellt habe. So, fangen wir einmal hiermit an. Ich packe erstmal alles aus und dann quatschen wir darüber. Oh, Paket ist leer. So, und dann würde ich sagen, fangen wir, das ist so ja offen, dann müssen wir wieder zumachen. Warum das offen ist, weiß ich auch nicht. Das sieht auch komisch verpackt aus. Naja, okay. So, ich habe mir einmal bestellt, ich mach mal so. Sieht ein bisschen freundlicher aus. Achso, ich war ja heute ohne einkaufen, werde ich euch hier mal auch mit drin packen. Ich war nämlich bei Netto vorhin und habe mir hier so ein Deko-Fell mitgenommen für 9,99 Euro. Weil ich habe ja 2, so ein weißes ist das, ich habe ja schon 2 hier liegen, die ich von meiner Mama gekriegt habe, die noch von DDR-Zeiten sind. Die Deko-Felle, die sind da. Ja, die sind jetzt schon leicht gelblich, noch viel dicker von der Wolle her und so. Ist auch echte Wolle und nicht nur so Deko-Zeug. Aber die sind schon leicht in Jahre gekommen und meine Katze hat auf einen Ruf gebrochen. Und das Leder unten drunter ist ein bisschen bröckig und die rissen und hart geworden durch die Kotze. Geht nicht mehr so wirklich wegzuwaschen, deswegen habe ich mir neue geholt und dann werde ich die mal ein bisschen weiter schonen. Klingt eklig, ist aber so. So, dann habe ich hier einmal Fire TV jetzt mit 4K. Hier oben so Amazon Video, Dulob, Sato, Twitch, Netflix, Mediatheken, bla 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 bla. Die habe ich mir bestellt. Wenn ihr heute, ich weiß nicht, wann das Video kommt. Mit Glück kommt das morgen. Ich weiß aber nicht, ob das morgen ist oder ob das morgen ein Übermorgen ist. Also ich denke mal, eher wird ein Übermorgen werden. Ich habe vor 2 Tagen in Mega Vor-Unboxing Ligavo gemacht. Da habe ich mehrere 4K-Produkte, die es ermöglichen, nicht 4K-Produkte in 4K zu machen und 4K-Produkte weiterzuleiten, so dass man das auch über einen Verteiler machen könnte. Und das ist mein erstes 4K-Produkt, was 4K ausgibt. Das habe ich mir eigentlich nur dafür gekauft, um 4K zu haben, um ein 4K-Produkt zu haben, um 4K-Produkte zu testen. Das kann ich jetzt hiermit tun. Da werde ich euch auch eine Anleitung machen. Wir werden hier auch Kodi-Ruf machen in nicht mal 5 Minuten. Ich verspreche es euch. Nicht mal 5 Minuten. Gut, mit Einstellungen und so drum und dran. Ich werde gleich am Anfang gleich machen. Mit den Einstellungen vom Fire TV könnte es natürlich 6-7 Minuten werden. Aber es ist wirklich das schnellste Installieren von Kodi, was ich euch versprechen kann. In ganz, ganz schneller Zeit. Und ihr braucht nicht viel dafür. Die Links stelle ich dann in dem Video zur Verfügung. Das werde ich gleich im Anschluss machen. Ich werde das nämlich anschließen. Erstmal Unboxing machen und dann werden wir das auch die Hardware uns angucken und dann kommt das Kodi-Video. Ich habe schon eine Box, die kommt dann ins Schlafzimmer und der Stick, der im Schlafzimmer ist, der wird weggepackt. Den kriegt dann meine Tochter, wenn sie dann mal einen eigenen Fernseher kriegen sollte. So. Dann habe ich mir was bestellt für meine Playstation. Da werden wir auch noch heute ein Unboxing machen, weil das geht rucki zucki. Das ist nur so ein bisschen Zeug. Ja, auch die Einkerbung. Wir werden uns dann die Verarbeitung angucken. Wir werden gucken, wie schnell das drauf zu machen ist. Und dann werde ich mal gucken, wie es aussieht. Ich habe mir extra Silber bestellt. Sieht man das? Das ist nicht grau, das ist Silber. Weil mein Fernseher ist ja auch schwarz außenrum, unten Silber. Und deswegen habe ich gedacht, die steht ja daneben, die Playstation, dann passt sie optisch. Versteht? Ja. Das Auge zockt ja mit, wie man so schön sagt. Ich mach mal so, dann seht ihr das ein bisschen besser. Machen wir mal so.
So, dann habe ich mir hier was bestellt von Bundlestar, made for you. Da ist der Aufkleber drauf. Habe ich heute auch schon die PDF-Datei gekriegt, dass ich da bestellt habe. Weil mir das auf den Puffer geht, dass mir ständig mein Akku leer ist, ja, habe ich mir jetzt hier. Das ist halt ein Paket in Paket gewesen und da sind nochmal Pakete drin. Ich werde euch das mal auch auspacken, weil ist ja Odin mal shoppen hier. Und nicht Hardware-Unboxing, was weiß ich. Hierzu werde ich es machen, weil das ist wichtig, weil das hat sich verändert im Gegensatz zum normalen Fire TV. So, ich habe mir hier nämlich ein Ladegerät bestellt. So sieht das aus. Da kann ich meinen Akku von meinem Camcorder draufschieben. Und dann laden über USB, seht ihr das? Und Strom. Ja, und Mini-Strom auch. Ja, und dann kann ich das hier einfach draufklatschen, oder? Nee, Change. Oder ist das für einen Camcorder direkt? Nee, das passt doch gar nicht rauf. Nee, das ist die Ladestation. Soweit ich weiß, ist das die Ladestation. So. Werden wir auch gleich testen. Hier haben wir noch für ein Auto. Dann haben wir hier ein Stromkabel mit bei. So, dann haben wir hier. Was ist das? Das ist ein Adapter. Wozu brauche ich denn jetzt hier schon wieder einen Adapter? Und zwei Batterien. Die sehen aber auch ziemlich klein aus. Nicht, dass er das Falsche ist. Muss nur irgendwie aufgehen. So, jetzt aber. Jetzt hier irgendwie zugeklebt. Der kriegst du kaum auf, ey. Musst du kaputt machen, damit du das rauskriegst, ey. Ja, die sehen relativ klein aus. Aber sind genauso groß. Doch. Sind genauso groß wie meine Batterie. Und da habe ich mir jetzt. Zwei 750. 700? Sind nur 700, aber da stand 750. Ja, egal. Zwei 700 mAh Akkus bestellt. Ich habe jetzt einen 950 mAh Akku. Also kann ich dreimal länger jetzt aufnehmen, sozusagen. So, jetzt gucken wir uns das erstmal an. Wenn ich das jetzt hier rauf mache, zack, dann kann ich hier praktisch den Akku. Wartet mal. Nee, so nicht, doch. Plus, Minus. Plus. Ist doch das Plus. Das ist Plus. Ach so, doch. Dann wird das hier einfach nur rumgeschoben und ich kann es laden. Seht ihr das? Und wenn ich das abmache, sieht das komisch aus. Jetzt könnte das doch möglich sein, wenn ich das abmache, dass ich das vielleicht sogar hinten am Camcorder ranmachen kann. So, und dann habe ich hier drüber Strom am Camcorder. Das muss ich auf jeden Fall testen. Wenn das natürlich so geht und dass ich da denn auch vernünftig Sound habe. Weil jetzt bis jetzt hatte ich immer das Problem, wenn ich meinen Camcorder. So, werden wir mal wegpacken. Wenn ich meinen Camcorder direkt mit dem USB, der an der Seite ja dran ist, zum Laden logischerweise von dem Akku, der da befestigt ist, lade, während ich aufnehme und mein Mikrofon drinne habe, oder auch nicht drinne habe, sobald ich den auflade und gleichzeitig aufnehme, habe ich einen Brumm. Und das nervt. Das nervt unheimlich. Deswegen habe ich mir ja die Ersatzakkus bestellt. Wenn das jetzt mit dem Ding, ich werde mal morgen eine Testaufnahme machen, mit dem Ding so geht, wie ich denke, dass das geht und dass ich dann vielleicht so ja Strom ranmache ohne Brumm, dann ist mir natürlich geholfen. Dann kann ich meine Akkus leerballern oder meine Akkus, wenn ich mal unterwegs sein sollte, nehmen und kann hier zu Hause mit Strom arbeiten und bin nicht mehr auf irgendeine lästige Batterie angewiesen. Das würde mir die Arbeit unheimlich erleichtern. So, wie gesagt, das ist das. Das ist das. Und das ist das. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Und das nächste
Vor-Unboxing vorbereiten, da muss ich ein was Größeres hier herholen. Ich habe mir die Hosen bestellt. Also das nächste, Vor-Unboxing wird es nicht sein, aber Odin war einkaufen. Ich möchte euch so das Paket zeigen und die Hosen zeigen, weil ich habe mir mehrere Hosen bestellt in verschiedenen Größen. Lange Rede, kurzer Sinn. Im nächsten Video, ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.